Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wer mich kennt, weiß ja, dass ich so bunte Sachen ganz gerne mag, vor allem bunt leuchtende Sachen, die ihre Farbe ändern, wie zum Beispiel die LEDs von der DS Extreme Flash Karte oder auch die jetzige Homebrew, die heute vorgestellt wird. Vielen Dank an Tops XDLOL, der mich darauf hingewiesen hat, dass diese Homebrew existiert und auch an dem von mir sehr bevorzugten Format. Und ja, eigentlich habe ich schon gesagt, was es ist. Es ist bunt und es leuchtet. Und deswegen ist es heute auch ein bisschen dunkler, weil hier eben jetzt die LED in allen möglichen Farben posiert. Vielleicht noch so ein Teil dazu. Und es ist halt einfach feierbar, diese Farben hier. Eigentlich müsste dazu jetzt irgendeine funky Techno-Musik oder so laufen. Und dazu müssten die Farben posieren, sowas gibt es leider nicht. Aber schon so an sich ist das. Ich liebe solche Sachen einfach. Das sind so richtig. Es ist bunt, es leuchtet und es ändert seine Farbe. Aber damit habe ich eigentlich auch schon alles Wichtiges gesagt. Den Link zu dem CIA und dem 3DSX-Build. Also das 3DSX-Build kann man auch mit 11.1.0 benutzen und einen anderen Firmware, die 3DSX unterstützen. Und die beiden Builds findest du in der Videobeschreibung verlinkt. Und dann vielen Dank fürs Zusehen. Bei Fragen bezüglich der Homebrew kannst du dich gerne in den Kommentaren an mich wenden. Und dann hoffentlich bis zum nächsten Video und ciao, Kakao.